Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, das ist das Cirkum, also der Endteil des Dickdarms, ja. Also praktisch der Punkt, wo wir hinwollen. Jetzt gehen wir aus dem Dünndarm wieder raus. Dann rutscht man ja wieder aus diesem Dünndarm raus in den Dickdarm. Da, jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt gehen wir ganz normal zurück. Also hier ist ja dann der Abgang noch des Appendix, also das, was man als Blinddarm bezeichnet, sitzen wir jetzt direkt davor. Und jetzt würden wir so, wie es beschrieben wurde, versuchen, langsam zurückzugehen. Das heißt, jetzt fahren Sie praktisch immer so kreisförmig die innere Darmwand ab, genau, und gucken nach kleinen Veränderungen. Richtig. Also was wir ja immer erkennen wollen und was unsere Hoffnung ist, ja diese flachen Polypen zu entdecken, weil wir einfach wissen, dass aus den flachen Polypen, da zum Beispiel wäre jetzt so eine Situation, wo man sagt, das könnte was sein, ne? Ja. Müsste man mal überspülen, das könnte ein flacher Polyp sein. Und jetzt sieht man das in der Kontrastierung nochmal genauer. Jetzt spülen wir einfach mal über. Spülen wir mal. Ja, es sieht, kann auch Schleim sein. Sieht so ein bisschen wie Schleim aus. Gehen wir direkt da drauf. Und dann ist eben diese Situation, wo man sagt, macht man da eine kleine Biopsie. Das kann man ja vielleicht mal machen, spaßeshalber. Und dann wird der Pathologe einem dann sagen, war das was oder war das nichts? Wahrscheinlich ist das jetzt hier nichts, muss man klar sagen. Aber wenn man Zweifel hat, hat man immer die Möglichkeit, zusätzlich noch eine Histologie zu machen und mit einer kleinen Zange, die ja sehr klein auch im Durchmesser ist, aus diesen Veränderungen dann eben entsprechend eine Probe zu nehmen und dem Pathologen zuzuschicken. Ne? Was vielleicht auch nochmal erwähnenswert ist, jetzt auch, wie ruhig die Patientin ist, dass da überhaupt kein bisschen an Schmerzäußerung oder irgendwas anderes da ist. Das ist also eine vollkommen schmerzfreie Untersuchung. Man schläft wie zu Hause im Bett, kein Risiko in dem Sinne. Also das muss man immer wieder dem Patienten sagen. Das ist jetzt nochmal das Bild von den Hämorrhoiden sozusagen oder Hämorrhoidalplexus von innen. Wir schauen also sozusagen von innen auf das Gerät drauf, was jetzt hier von außen in den Darm hineinkommt, und das sieht man sehr schön, dass man also auch hier die Möglichkeit hat, wirklich jeden Winkel sich anzuschauen.